Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Moritz Schönecker von der Underground Art Academy und wir starten heute mit unserem Internetprogramm, den Vogelgesprächen. Für dieses Programm möchten wir gerne Künstler in der ganzen Welt per Videokonferenz anrufen und sie bitten, uns ein Kunstwerk zu präsentieren oder für uns zu performen. Das möchten wir gerne sammeln und dann euch zur Verfügung stellen. Als ersten Künstler, erste Künstlerin haben wir heute bei uns die Sarah Al-Aga. Und hallo Sarah, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Vielleicht stellst du dich kurz vor, dass die Leute wissen, wer du bist. Ich freue mich sehr, die erste Künstlerin bei euch zu sein. Ja, ich heiße Sarah, ich komme aus Damaskus, Syrien. Ich studiere in Deutschland Gesang in der Hochschule für Musik Franz Weimar und ich bin jetzt seit 5 Jahren ungefähr in Deutschland. Okay, und wie wahrscheinlich viele, also fast alle Länder auf der Welt sind ja von dieser Krise betroffen und viele Menschen sind wie wir dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben, so gut wie möglich und eben sich zu Hause zu beschäftigen. Auf welchem Fleck der Welt bist du denn gerade? Ich bin jetzt in Thüringen, in Jena, zu Hause, wie fast alle Leute. Und ja, ich versuche, so viel wie möglich die Zeit auszunutzen. Ja, wie beschäftigst du dich jetzt in der Zeit? Weil viele Leute klagen auch darüber, dass sie dann, dadurch, dass natürlich der Alltag wegfällt, außerhalb davon, dass natürlich die finanziellen Stützen wegfallen, weil du ja wahrscheinlich wie viele Künstler auch keine Konzerte machen kannst, keine Proben hast und so weiter, fällt dir auch irgendwie so ein Alltagstrott weg. Wie beschäftigst du dich denn jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit? Ja, leider haben wir jetzt keine Konzerte mehr. Wir können auch zusammen nicht mehr proben. Ich zum Beispiel und mein Ensemble, wir können jetzt nicht mehr proben. Wir versuchen einfach, also ich persönlich, ich versuche einfach viel Musik zu hören, viele Ideen zu sammeln, viel kochen, ich liebe kochen. Viele bürokratische Arbeit haben wir noch zu machen. Ich mache auch, wie alle Leute, das. Ab und zu ein paar Fensterkonzerte, das finde ich auch super cool, dass die Leute diese Initiative haben, auf dem Balkon oder von dem Fenster was zu machen. Und so eigentlich verbringe ich meine Zeit. Und was für ein Kunstwerk möchtest du uns denn heute präsentieren, vorstellen? Was möchtest du performen für uns? Ja, ich habe also, weil man zu Hause sitzt und viele Ideen auf einmal bekommt, ich habe eigentlich ein amerikanisches Lied gebracht, das ist von Melanie Safka. Das Lied heißt Look What They Have Done to My Song. Aber komischerweise habe ich auch so, ohne danach zu denken, ein arabisches Lied zuerst gesungen und dann das englische Lied. Und irgendwie passt das Ganze zusammen zu der ganzen Situation jetzt, weil obwohl die Situation trifft uns alle, aber man hat manchmal das Gefühl, dass die ganze Welt ist gegen den einen und dass einfach man nichts machen kann. Man baut eine kleine Brücke und kommt die Wind einfach und macht alles kaputt. Und so ist das Lied. Das Lied einfach das erzählt. Das arabische Lied meinst du jetzt? Oder? Das arabische Lied, ich habe von dem arabischen Lied nur 2 Sätze benutzt, weil Okay. Das arabische Lied heißt Hekan Shekel Zaytun. Nee, Kanrei Shekel Zaytun. Die Oliven waren anders und die Seife war anders. So sind die 2 Sätze. Und dann singe ich das englische Lied von Melanie Safka, was sagt, look what they have done to my song. Seh mal, was sie mit meinem Lied gemacht haben. Sie haben das Lied kaputt und das Lied war alles, was ich hatte. Genau, das ist was die Idee, die ich einfach zu meinem Kopf gekommen ist. Ja. Das Lied von Feyruz oder was sagtest du, ne? Worum geht es da in dem Lied? Darum geht es, dass die Sachen waren anders vorher. Die Oliven, auch mein Liebhaber war anders, alles war anders. Ah, interessant. Und wie heißt das Lied von Feyruz? Kanrei Shekel
في الزيتون كان غير شكل الصابون حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون. اوكي so heißt das Lied. Das ist nicht nur der Titel, das ist die ganze erste Strophe. Okay, okay. Ja, cool. Dann würde ich mich freuen, wenn du für uns das deine Kreation singen würdest. Danke sehr. Kann غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون Look what they've done to my song, ma. Look what they've done to my soul. Well, it was the only thing I could do have right, and it's turning out all wrong, ma. Look what they've done to my soul. Look what they've done to my brain, ma. Look what they've done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm having insane, ma. Look what they've done to my brain. Sehr schön. Vielen Dank dir. Und ja, ich wünsche dir alles Gute jetzt für die Zeit und hoffe, dass wir uns bald live wiedersehen und dass du bald wieder live auftreten kannst und die Leute mit deiner Musik erfreuen kannst. Und ja, ich freue mich. Ja, vielen Dank erstmal dir. Genau. Genau, ja, weil super. Unsere Kunst ist getroffen, unsere Psychologie ist getroffen, alles ist getroffen von der geraden Situation und ich hoffe, dass alle bleiben gesund und bleib auch du gesund. Ja, und du auch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei unserem nächsten Programmpunkt bei den Vogelgesprächen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann rauskommen. Also vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Tschüss. So.